Saskia Greipel Konstantinides hat wieder mal ein Charity-Sommerfest veranstaltet in bzw. an einem Fußballstadion in Ismaning. Warum ausgerechnet dort? Nun, das hat ganz persönliche Gründe, erzählt sie uns gleich. Jedenfalls sind wahnsinnig viele Menschen gekommen, darunter auch einige Prominente, wie zum Beispiel Sylvie Mays, die ja, was Männer angeht, schon oft ins Klo, in diesem Fall hier aber als Glücksfee in die Lostrommel gegriffen hat. Wie auch Viktoria Swarovski, Jochen Bendel, der durch den Nachmittag / Abend geführt hat, und Florian Odendahl, der Schauspieler, war mit seiner Band Isa Mafia da. Und wir waren natürlich dabei. Ich verrate Ihnen später, wie viel Geld zusammengekommen ist, aber das sei schon mal gesagt, es war eine Menge. Wie jedes Jahr, nur einmal durch Corona ausgebremst, im Gedenken an einen Papa in seinem Fußballstadion, das nach ihm heißt, eine große Charity. Und dieses Mal für Lichtblick Seniorenhilfe. Die brauchen wirklich ganz dringend Geld nach der Corona-Zeit und ich glaube, das ist ein ganz toller Zweck. Stavros, wir wissen, was du für Feste feierst, aber das hier ist das deiner Frau und die lässt es auch ganz schön krachen. Auf jeden Fall, meine Frau hat es absolut super gemacht heute. So ein Volksfest, wo Politik, Wirtschaft, aber auch die Ismaninger zusammen feiern, das habe ich natürlich auch noch nicht bis jetzt hingekriegt. Ja, das finde ich klasse, da kann man nur was lernen. Ich bin vertreten mit Prosecco, was sonst, mit meinem neuen Roséwein und T-Shirts und was sie alles sonst zu verkaufen lässt. Meine Freundin ist noch dabei, die hat so Armbandel. Ich freue mich, hier zu sein und das Ganze zu unterstützen. Und mit unseren tollen Pizzen, da machen wir jeder eine Freude, ja. Alles zu Geld zu machen für Lichtblick-Seniorenhilfe, weil mir das am Herzen liegt. Wir kennen die Lydia Staltner seit ein paar Jahren und ich unterstütze den Verein auch schon seit Jahren, weil ich immer der Meinung bin, man muss helfen. Also helfen ist immer gut, aber gerade in der unmittelbaren Umgebung, wenn man so neben sich schaut, dann gibt es oft Leute, wo man das gar nicht glauben wird, die auch wirklich unsere Hilfe bedürfen und die werden oft vergessen, weil sie keine Lobby haben. Da gehören leider unsere Senioren dazu. Zusammen mit Mac Jeans unterstützen wir diese unglaubliche Charity von Saskia Greipel, wo Senioren unterstützt werden, die später im Leben es nicht schaffen, für sich selbst zu sorgen, für welche Umstände das auch sein kann. Und ich finde das sehr, sehr gut, weil man darf einfach nicht die Älteren vergessen, die für uns gesorgt haben, unsere Opas und Omas, unsere Eltern, die Leute, die für uns gekämpft haben. Also die müssen auch die Hilfe kriegen, die sie, ja, woraus sie Recht haben. Zunächst mal bin ich befreundet, eng befreundet mit Saskia und mit Stavros. Und wenn ihr was Gutes tun, dann sind wir von der BayWa, jetzt konkret hier von der BayWa Stiftung mit dabei. Und ich finde es mehr als schlimm, und das ist noch die höfliche Formulierung, dass alte Menschen, Rentnerinnen, Rentner in München nicht genügend zu essen haben, die Seniorenhilfe dringend Geld braucht, weil alles in andere Kanäle momentan fließt. Ja. Da steht natürlich der Ukraine-Krieg im Vordergrund, aber wir dürfen die anderen Menschen, die Not leiden bei uns zu Hause, nicht vergessen, sonst führt es auch zu einer sozialen Disbalance. Darum bin ich hier.
und darum wird die BayWa auch Geld spenden. Ich bin so aufgeregt und freue mich, dass wir so viele Leute da sind, obwohl es so schlechtes Wetter war und dass so viele Leute eine offene Brieftasche haben für alte Rentner, die in Altersarmut sind. Also 50.000 Euro haben wir uns jetzt mal vorgenommen. Es kommt Menschen zugute, die es brauchen können. Und ja, wir freuen uns natürlich, mit der Band hier spielen zu dürfen, um den Menschen auch ein bisschen Leichtigkeit wieder zu geben, den Besuchern hier. Und naja, ein bisschen Publikumsmagnet zu sein. Und ja, das, was in die Kasse kommt, das ist unser Ansinnen. Es ist nicht interessant, dass vor allem Künstlerinnen und Künstler immer schnell da sind, wenn es darum geht, den Namen dafür herzugeben, um irgendwo etwas bewirken zu können. Die Künstler sind nicht generell immer schnell da, denn wenn sie Arbeit haben, können sie ja gar nicht. Und wir sind einfach der guten Sache zugetan. Das ist einfach so. Künstler sind Menschen mit einem großen Herz und oft aber selbst auch mit einem kleinen Geldbeutel. Das ist richtig oder auch nicht, das kommt jetzt auf den Geldbeutel an. Ja, aber genau das zeichnet ja die Künstler aus. Denn sie wissen, von was sie reden, haben auch mal schlechte Zeiten durchgemacht. Das ist eine sehr, wie soll ich sagen, abwechslungsreiche finanzielle Karriere als Künstler. Und von daher sind die Menschen, die Künstler, drauf und dran, da zu sein, wenn es um Helfen geht. Und ich finde es toll. Bleiben einfach auf der Strecke in der heutigen Zeit. Gar nicht in der heutigen Zeit. Ich fand auch schon damals, durch Corona ist es natürlich noch mal alles schlimmer geworden. Und als Saskia zu mir gesagt hat, sie macht dieses Jahr ein Charity-Event und es geht alles an Senioren, habe ich gesagt, das finde ich eine tolle Sache und ich unterstütze dich und ich komme gerne. Ich finde mega geil, dass hier eine Charity stattfindet für alte Menschen. Weil alte Menschen, die haben keine Lobby, die Älteren unter uns. Und deswegen wollen wir heute auch einen Beitrag und ein Zeichen setzen dafür. Die sind nicht so süß wie kleine Kinder und Hunde, für die Menschen immer gerne spenden und Geld ausgeben. Alte Menschen, die fallen oftmals so einfach durchs Raster, ne? Und dabei sind alte Menschen die, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind, ne? Uns quasi erzogen haben, unsere Großeltern zum Beispiel, die uns ganz viel mitgeben. Und es ist schade, wenn die verarmen oder sozial abrutschen oder keine Angehörigen mehr haben, dass sie so in Vergessenheit geraten oder zu wenig Unterstützung bekommen. Und das finde ich geil, dass die Saskia Greipel so eine Charity macht, wo alten Menschen auch wirklich ganz unkonventionell geholfen werden kann. Peter Fox möchte später in einem Haus am See leben. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Du kennst den Song. Meine Frau ist schön. So stellt er sich seinen Lebensabend vor. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Ja, das hört sich super schön an. Ich als Holländerin kenne diesen Song nicht, aber das wäre ein Traum. Das hört sich zwar gut an, ist auch ein tolles Lied, höre ich auch gerne, aber... Ich weiß nicht, 20 Kinder, da bin ich nicht so ganz am Start, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin ja diejenige, die es austragen muss dann am Ende. Mit meinen ganzen Enkelkindern, das stimmt, ich bin schon Opa.
Schaust jetzt, gell? Da ist noch eine lange Zeit hin, weil ich bin 28 und ich habe, glaube ich, noch echt eine schöne Strecke vor mir. Stellen Sie sich denn persönlich Ihren Lebensabend vor? Gesund, auf jeden Fall. Bei meinem Alkoholkonsum werde ich wahrscheinlich gar nicht 150, aber ist ja wurscht, ich wohne ja jetzt schon, wie du weißt, neben einem Seniorenheim, du hast mir mal besucht. Ich habe quasi jetzt schon betreutes Wohnen oder betreutes Trinken, je nachdem, wie man es nimmt. Dass ich nicht in Altersarmut fall und Geld allein ist ja nicht wichtig, sondern dass man gesund ist, dass man glücklich ist, dass man sich Nudeln kaufen kann und mehr braucht man nicht. Ich habe ja vorgesorgt und ich meine, in meiner Funktion und Position dürfte die materielle Seite keine Rolle spielen. Das Entscheidende ist, dass man gesund bleibt und man muss was dafür tun. Das wissen viele Menschen nicht immer oder sind nicht diszipliniert, denn Prävention, um fit zu bleiben, bedeutet Disziplin. So stelle ich mir das vor. Vielleicht ein bisschen Gesellschaft. Ja, und dass man nicht einsam ist, aber man muss in jungen Jahren oder jetzt in reiferen, so wie ich bin, schon Freundschaften pflegen und das tue ich, soweit es geht. Und ja, dann wird alles gut, man muss positiv denken. Immer offenes Haus war mir ganz wichtig, dass alle Leute, die mich kennen und mich mögen, immer wissen, zu mir kommen wir immer, kommen auch spontan. Es gibt immer einen Kaffee, ein Zweifel-Stückelkuchen oder ein Glas Brosi und einfach mit netten Leuten. Arschlochfreie Zone, ganz wichtig im Alter. Und ja, einfach ja, gute Laune und sich mit netten Menschen umgeben, das war mir wichtig. Und nicht einsam sein. Weil ich alleine nicht gerne sein möchte. Und hoffentlich, wenn andere für mich solche Feste feiern, dann vielleicht wieder. Vielleicht nicht aus diesem Grund, aber, aber dass ich schöne große Feste noch feiern darf. Auf jeden Fall am Strand, abends beim Sonnenuntergang mit einem schönen Glas Wein. Habe ich, glaube ich, schon. Ja, ich mache dann nur Sachen, die mir Spaß machen. Obwohl, das stimmt nicht, das mache ich ja jetzt schon. Mache jetzt nur Spaß, Sachen, die mir Spaß machen. Aber 3 Kinder, ein Haus am Meer wäre schon auch nicht schlecht und einen tollen Blick aufs Meer. Also das wäre schon schön, sage ich mal. Es wäre ein absoluter Traum. Mein Lebensabend, der ist erstens mal hoffentlich noch ganz weit weg. Und zweitens mal passiert er genau da, wo ich geboren bin. Ich will nicht weg aus München. Insofern, ich freue mich auf einen Lebensabend in München. Ich stelle mir meinen Lebensabend vor, natürlich nicht allein zu sein. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Also nicht alleine zu sein, viele Leute um mich herum, viele junge Leute um mich herum, nicht abgeschoben zu sein irgendwo. Ne? Und ich glaube, das ist so, dabei zu sein, immer noch Leute zu haben, die sich um einen kümmern. Das finde ich toll. Ich habe Gott sei Dank einen Beruf, in dem ich lange arbeiten kann. Ich möchte mobil sein, bis zum Schluss, im Geiste, körperlich, um ja, meinem Beruf nachzugehen, mit Freunden zu feiern, zu grillen, im See zu schwimmen. Und natürlich verrückt zu sein und auch Blödsinn zu machen. Alter schützt ja vor Torheit nicht, also von daher. Natürlich nicht. Wenn wir noch können, muss man einfach, ja, das ist, ich glaube auch, das ist ganz wichtig. Ich habe, du, mit Dr. Müller-Wohlfahrt gesprochen und der hat zu mir gesagt, das Geheimnis. Von Doktor zu Doktor. Er hat zu mir gesagt, das Geheimnis ist, in Bewegung zu bleiben. Sage ich, okay, gut. Ist klar, der Mann ist Orthopäde. Turbo an Rollator und dann geht's los. Das ist natürlich das, was wir, glaube ich, alle wollen. Dass man in Friede, in Würde, respektvoll, aber vor allem mit ganz viel Liebe und Schönheit älter werden darf. Das, wofür man so hart gearbeitet hat. Und viele Leute, die in Schwierigkeiten geraten, später im Leben, haben hart gearbeitet, haben gekämpft um das, was sie gedacht haben, was klappt. Aber wenn die Umstände manchmal so sind, dass es nicht klappt, dann kann es nicht wahr sein, dass wir diese Menschen im Stich lassen. Und dafür sind wir heute Abend hier. Am Ende sind sage und schreibe 150.000 Euro für Lichtblick Seniorenhilfe zusammengekommen. Ein Drittel davon, also 50.000 Euro, wie gerade gehört, allein von der BayWa-Stiftung. So geht das. Ein tolles Sommerfest veranstalten, bei dem alle Spaß haben und damit Gutes tun.